am letzten Samstag in Ofterschwang. 14 Mal in dieser Saison schon auf dem Podest. Auch zweite jetzt im Riesentorlauf-Weltcup. Ja, bei ihr sieht man jetzt, ist nicht einmal eine Minute später und sie hat zu. Und es ist halt so eine Luftströmung da, dass es einfach hier so nicht schnell wechselt. Und dann kann man sich ja sehr gut vorstellen, warum sie da jetzt die Kameras einschalten. Versucht das jetzt sehr, sehr direkt auch hier. 27, 29. Zeit von Brignone. Schon in der Hocke da beim Tor und knapp voran. Ja, versucht einfach, um eine Spur weiter von hinten zu fahren. Hat man jetzt hat sie leider einen Schlag erwischt. Das sind immer ganz kleine, so leichte Wellen. Und, da musst du schauen, dass du ganz locker drüber fährst, damit sie da nicht aus der Spur haut. Und sie ist natürlich da jetzt im Mittelteil schnell unterwegs. Immer wieder in der Hocke auch und kann wieder Vollgeschwindigkeit aufbauen. 54 Hundertstel Vorsprung für Lynn Simon. Gerade dieses wellige Gelände natürlich maßgeschneidert für sie. Noch einmal butterweich drüber über die letzte Welle vor dem Ziel. 14,45, halbe Sekunde Vorsprung für Lynn Simon. Vor Brignone dritte Dina Maase, also im Moment klar auf Gesamtweltcup-Kugelkurs. Da liegt Maase.